Guten Morgen, der Wecker hat uns aufgeweckt und du Scheiße, wegen dem Ordnungsamt von gestern sind wir gezwungen, spätestens in einer halben Stunde hier die Sachen gepackt zu haben und hier wegzugehen. Das ist total Scheiße. Und total unverständlich, warum man hier nicht einfach verweilen kann und pennen kann und sowas. Die haben uns sonst mit Strafen gedroht, wenn wir nicht spätestens gleich um 7 hier weg sind. Und wir haben keine Ahnung, keine 5 Stunden geschlafen oder so. Oder 4, weiß ich noch auch nicht. Fast 4. Weniger wie 4 Stunden haben wir geschlafen. Und dabei ist Schlafen ist so wichtig für den heutigen Tag, ey. So, die Sachen sind vollständig gepackt und in 4 Minuten müssen wir spätestens hier weg sein. Die wollen hier um Punkt 7 nochmal hier kontrollieren. Und ich weiß nicht, was ich dazu denken soll. Es ist total bescheuert. Aber jetzt erstmal weiter zu gelaufen, noch vielleicht irgendwo dorthin, wo man so ein bisschen Schlaf nachholen kann. Ich könnte vielleicht einmal kurz im Wald oder so reingehen, ein Stückchen weiter oder so. So ein bisschen tiefer rein. Und dort einfach ein bisschen biwakieren. Herumchillen. Aber man will ja keinen Ärger, deswegen. Weil hier. Wir möchten keine Strafe bezahlen. Deswegen laufen wir jetzt hier weg. Weiter nach Richtung dorthin, wo wir herkamen. Wir sind total müde. Ach, ich bestätige dich auch. Boah, ich könnte jetzt jeden Moment im Stehen einpennen. Hier umknicken und wegpennen. Das ist voll idiotisch. Aber sowas kann ich überhaupt gar nicht haben. Wenig schlafen, morgens früh aufstehen. Wenn zum einen eigentlich total lange schlafe und zum einen bin ich überhaupt gar kein Morgenmensch. Ich penne normalerweise wäre so 10 Uhr meine Zeit, wo ich aufstehe. Wir laufen jetzt schon wieder hier durch dieses Fischbach vorbei, also genau da, wo wir gestern durchgelaufen sind. Leute, wir sind so richtig müde und gerädert und Schlaf ist echt nötig. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Wildcamp-Zeltplatz, wo man sich einfach auf den Boden legen kann. Aber wir laufen hier schon seit einer ganzen Stunde hier auf dieser beschissenen Bundesstraße hier lang. Ohne irgendwie so einen Weg, was im Wald reingeht oder so. Das ist einfach anstrengend. Endlich nach gefühlt, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so Bundesstraße laufen, haben wir hier endlich einen Waldweg gefunden. Wir werden da jetzt reingehen und nach dem geeigneten Pennplatz suchen gehen. So, wir haben hier einen geeigneten Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Also wir werden jetzt keinen Tarp aufspannen oder so, weil das Wetter ist voll cool. Und wir werden uns einfach nur hier hinlegen. Ein paar Stunden schlafen. Schlaf nachholen. Sonst ist man den gesamten Tag gerädert und kaputt müde. Man pennt schon fast im Stehen ein die ganze Zeit. So, wir haben jetzt Schlafplatz aufgebaut. Und wir werden jetzt so ein paar Stunden hier Schlaf nachholen. Also das, was echt mega nötig ist, genau. Dann würde ich sagen, bis später. Kurze Videounterbrechung, weil ich habe einen Bierpause machen zu gehen. Also werde ich jetzt erstmal ein Bier trinken. Geprost!
So, ich habe gerade mein Bierchen ausgetrunken und jetzt werde ich erstmal rausgehen und das Bierpower machen gehen. Ich bin jetzt draußen und ich habe hier ein Bierpower-Schild gefunden. Ich grüße dich, Snazy. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower-Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Guten Morgen, wir sind wach geworden. Wir haben ein paar Stunden Schlaf nachgeholt. Und man hat auch ein bisschen scheiße geschlafen, weil hier überall Mücken sind. Die sind hier rumgeflogen und haben uns auf den Kopf und so gestochen. Und ja, hier auch und so. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, diesen Schlafsack, dass ich so schlafe. Genau. Also sprich, dass ich weniger Luft habe beim Schlafen, weil das da so schlecht durchkommt. Und dann irgendwann wurde das immer wieder total heiß und so weiter. Ich habe dann voll geschwitzt. Ich habe richtig geschwitzt beim Schlafen. Nur wegen diesem Schutz, dass mir diese Mücken nicht wie heißt das Ding, gegen meinen Kopf und sowas stechen. Und guck mal. Dieser große Mann hier, der ist auch schon wach. Und hier, weil er das noch nicht, also weil er das zu spät gemacht hat, hat ihn eine Mücke hier auf seiner Lippe gestochen. Die ist voll fett. Ich hab den Killen. Erst gestern das Auge, da war das hier richtig dick, jetzt ist es abgeschwollen. Dann auf einmal, ich leg mich so hin, auf einmal höre ich so bzzz. Dann, ja, war das weg und dann hat es gepiekst auf einmal in der Lippe. Ich denke mir so, was? Und dann fliegt das wieder weg und dann, ja, diese Mücken stechen auch überall. Können die nicht mehr woanders hinstechen? Alle Stecher da. Aber jetzt ist man nicht mehr so brutal müde wie heute Morgen. Das war schon echt schlimm gewesen. Also, da hat man schon beim Laufen schon fast eingepennt. Aber egal, das war hier eine gechillte Stelle hier eigentlich, bis auf diese komischen Mücken. Aber egal. Darauf erstmal gemütlich ein Bier trinken. Ein guten Morgenbier. Oder wobei wir haben jetzt gleich. Mittag. Ja, mittags haben wir jetzt. Aber haben wir noch Zeit? Geprost. Und Nico hat geguckt, wegen Bahnfahrtverbindung. Wir dachten, weil Deutschland-Ticket ab 0 Uhr beginnt, dass wir so früh wie möglich fahren, weil das ist eine richtig lange Fahrzeit. Und je früher wir zu Hause angekommen sind, desto früher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mit dem Schneien schaffe. Also wegen dem Heidschnuckenweg. Also gut, also Tag 2 vom Heidschnuckenweg. Das ist halt jetzt gerade dieser Moment, wo halt schon wieder so eine kleine Lücke zwischen meinen Videos kommt. Und eigentlich wollten wir alle 3 Tage jeden Teil hochladen. Aber wegen diesem Zwischenfall, dass wir jetzt hier sind, und ich das einfach technisch einfach und zeitlich einfach nicht geschafft habe, einen zweiten Teil fertig zu schneiden, das war für mich einfach nicht möglich gewesen. Mein PC ist zu schlapp und so weiter. Ich brauchte da immer so 1,5 Tage im Schnitt, weil ich auch selber auch sehr oft unterwegs war. Würde entweder Montag oder Dienstag das online kommen. Kommt drauf an, wie lange das dauert, bis wir zu Hause angekommen sind. Wir haben jetzt, ich glaube, Samstag haben wir heute. Ja, Samstag. Und morgen,
Genau, der Zug. Der erste Zug sollte erst um 5 Uhr oder so fahren. Das ist voll scheiße. Das heißt, man würde schon, keine Ahnung, so gegen Nachmittag ankommen. Und, wenn ich mir überlege, dass ich da so richtig müde bin, dann muss ich ja auch ein bisschen Schlaf auch nachholen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also entweder schaffe ich das und wir veröffentlichen diesen Teil am Montag, was super wäre. Oder falls nicht, dann am Dienstag. Gut, dann einen Tag länger nach hinten verschoben. Ja, aber wenn dieses Video hier online kommt, dann habt ihr diese Heidschnuckenweg-Videoserie komplett durchgeschaut. Aber jetzt wisst ihr warum, also gut, Stufe 3 Premium-Kanalmitglieder wissen sowieso immer Bescheid, was los ist, wenn irgendwie eine Lücke da ist oder so. Beziehungsweise sind immer vorgeplant, wann meine Videoserien und andere Videos kommen. Aber jetzt wisst ihr alle das Bescheid, dass wegen hier dieser Bodensee, hier, wie heißt das Ding, Friedrichshafen-Vlog-Videoserie, dass deswegen das nicht möglich war, Tag 2 planmäßig zu veröffentlichen. Naja, man chillt hier noch so ein bisschen rum, ich lade noch so ein bisschen mein Handy auf, ich trinke noch ganz genüsslich das Bier aus, dann mache ich, glaube ich, Kaffee. Zähne habe ich ja schon vorhin geputzt. Und dann weiter zugelaufen. Erstmal nach Richtung Friedrichshafen oder so. Und, guck mal, hier, eine Arschlochmücke. Die will mich stechen. Du bist hier auf meine Jacke. So, wir haben hier so ein bisschen rumgechillt und ich denke, auf meinen Kaffee verzichte ich heute, weil das wird immer später und später und irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich jetzt irgendwie die Lust verloren, Kaffee zu saufen. Aber guck mal, wir haben hier Sachen sind gepackt jetzt erstmal nach Friedrichshafen hinlaufen. Start kommt. Let's go. Wir sind gestartet und jetzt laufen wir hier schon wieder durch diese nervige Bundesstraße durch. Die hat uns schon gestern Abend die ganze Zeit so richtig genervt. Aber genau deswegen laufen wir hier durch. Guck mal, da drüben, Ortsschild, da steht Friedrichshafen drauf. Das heißt, wir sind hier in Friedrichshafen angekommen. Sehr wir, schön. Wir laufen jetzt zum Bahnhof dahin. Das ist schon richtig weil gehypt. Er muss Analabfall machen. und dann vielleicht zur Rewe noch mal rein oder so. Oder wobei ich glaube, ich hole auch schon wieder zu Meckes. Eine Kleinigkeit zum Essen. Und zur Rewe. Ja. Und danach Abonnententreffen von mir. Ja. Und zum Bodensee. Schöne Aussicht genießen. Ja. Ja. Trinken. Wir sind gerade beim Bahnhof angekommen und er muss hier Rektalabfall machen und genau, deswegen geht er jetzt zur Toilette und ich passe auf die Sachen auf. Ja, der hier, der ist schon wieder zurück und ich gehe einmal kurz bei Meckes was Kleines holen. Das werde ich jetzt machen. Ja, ich habe gerade Hamburger aufgegessen und hier Rewe. Wir gehen da jetzt rein und kaufen da etwas. So, wir haben gerade eingekauft und hier, ich habe einen Träger und weil ich irgendwie Bock drauf hatte.
Er hat das hier gekauft. Zum Eisfressen. Und jetzt das hier dort einführen. Und dann gleich Eis fressen. Und dann zu Fan-Treffen hinlaufen. Jetzt dahin zu gelaufen. So, wir sind jetzt bei diesem Treffpunkt angekommen. Und beziehungsweise es hat gerade schon stattgefunden, das Fan-Treffen. Das ging nicht lange. Das Fan-Treffen ging von Nico aus. Da waren auch ganz viele jüngere Leute dabei gewesen. Genauso wie gestern wollte ich nicht so gerne in die Masse filmen, deswegen habe ich auch keine Aufnahmen gemacht. Und beide Fan-Treffen, detaillierter, könnt ihr auf seinem Kanal hier sehen, angucken. Richtig. Aber war auch cool auf jeden Fall. Schöne Grüße an alle. Ja, war von mir schöne Grüße. Ja, jetzt laufen wir gleich zur Richtung Bodensee, um uns das mit Augen anzugucken. Guck mal, das hier ist dieser, also da, wo diese ganzen Schiffe und so weiter dran gekettet sind. Da sind wir jetzt gerade. Hier, guck mal da. Seht ihr das? Das ist die Dreischepperung. Richtig geil, deswegen habe ich meinen roten Bierpower-Fummel gerade ausgezogen. Und der hier, der sitzt da schon rum und so, guck mal da ganz hinten. Das ist dieses Bodensee oder wie das heißt. Naja, Bodensee ist geil. Wenn man nach da ganz hinten hinschaut, da sollte irgendwo die Zugspitze sein. Und ja, genau, ihr wisst schon Bescheid, dass ich da letztens diese Alpenbergwanderung gemacht habe mit Helmut. Das müsst ihr euch alle angucken, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Ich glaube zwar nicht daran, dass ihr das seht, aber Hauptsache wir sehen das. Und zwar da oben, da wo diese weiße Wolke ist. Das sieht aus wie regenbogenfarbene Polarlichter. Von der optischen Täuschung her. Also sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, glaube ich. Und guck mal, da ganz hinten, da klart so ein richtiger Vollfettberg auf. Die Wolken von dort da hinten, wo der Vollfettberg ist, die sind weggegangen. Wir chillen jetzt hier so ein bisschen rum. Und langsam bald Dämmerung kommt. Und gleich sollten zwei Zuschauer noch vorbeikommen und hier treffen. Und genau, dann chillen wir gemeinsam hier noch so ein bisschen rum. Und dann, wenn das vorbei ist, dann kommt Dunkle. Und dann werden wir zu diesem Schlafplatz hingehen. Also genau da, wo wir die erste Nacht gepennt haben, bei dieser Einschusshütte. Da wollen wir ja schön im Frieden gelassen. Deswegen gehen wir dahin. Und das ist auch nur 3 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Und wenn wir dann morgen so früh aufstehen müssen, dann ja, das ist am besten irgendwo so nah wie möglich vom Hauptbahnhof zu sein. Das wird wieder anstrengend, morgen so früh aufzustehen. Ich hasse früh aufstehen. 5.21 Uhr fährt der Zug. 19.21 Uhr ist ja in Bremen, da muss ich nochmal umsteigen und dann bin ich so 21 Uhr in Wilhelmshaven. Puh. Und wir haben beide hier keine Schuhe gerade an. Also ich habe Socken an. Ja, ja. Und er hat Barfuß. Tut gut. Muss gemacht werden.
Das ist gesundheitsfördernd. Guck mal, hier, Dämmerung kommt. Gleich kommt Dunkle. Der macht gerade mit seinem Kopf genau das, was ich vorhin im Brunnen mit dem Kopf gemacht habe. Richtig geil. Es sind ein paar Zuschauer hergekommen. Servus. Servus. Wir hatten uns ein bisschen unterhalten gehabt, hier so ein bisschen rumgesessen und hier bei diesem Sonnenuntergang. Und wir müssen jetzt auch wieder los. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also, komm gut nach Hause, ne? Ja klar, ihr auch. Danke, Chitter. Danke, ciao. So, Dunkel ist gekommen, aber wir chillen trotzdem hier noch so ein bisschen rum. Guck mal. Oder da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Oder doch, das seht ihr. Dieser Punkt ist da oben. Ihr wisst schon, was das ist, oder? Einfach Fuchs. So, es ist soweit. Wir haben hier rumgechillt. Und jetzt laufen wir zu dorthin, wo wir heute pennen werden. Lichter mit Wasserspiegelung. Lichter mit Wasserspiegelung. Lichter mit Wasserspiegelung. Lichter mit Wasserspiegelung. Wir haben jetzt mit dem Dahinlaufen gestartet. Und wir laufen jetzt zu diesem Schlafplatz, wo wir später pennen werden. Also genau da, wo wir in der ersten Nacht gepennt haben. Unter dieser Schutzhütte. Ich glaube, vielleicht noch 20 Minuten oder so Fußweg und dann sind wir angekommen. Ist ungefähr. Cool, oder? Ach, keine Ahnung, was ich da zeigen wollte. Na. Eine Mücke hat mich gebissen. Auf. Hat mich gefressen. Ah, scheiße. Ich mag deinen Schlafsack nicht. Der nervt die ganze Zeit rum. Der fällt immer runter. Begradige ihn. Okay, warte. Mein Sack wird wieder reingestopft. Er muss richtig gefüllt werden. Hoffentlich hätte er jetzt. Na. Ein paar Minuten. Ja. Wir sind hier am Zielort angekommen. Oder Zielstelle. Und zwar genau hier, guck mal. Ihr kennt doch dieses Dach hier, ne? Und er sitzt hier schon rum. Und genau, das ist diese Schutzhütte, wo wir in der ersten Nacht drunter gepennt haben. Und da werden wir heute auch nochmal drunter pennen, weil das vielleicht 3 Kilometer vom Bahnhof entfernt ist. Vom Hauptbahnhof, wo wir morgen sehr früh aufgestanden hin müssen. Und deswegen werden wir heute hier pennen. Ich glaube, ich werde mir ein letztes Gute Nacht Bier noch gönnen. Und dann sich so langsam schlafen legen. So, groß Hunger. Also ich habe zwar noch ein Miracoli mit Bolognese da, aber ich habe jetzt nicht so einen großen Hunger, dass ich das jetzt unbedingt machen muss. Deswegen denke ich ein Bier und dann pennen legen.
Gib Prost. Guck mal. Nico liegt hier so wehrlos rum. Und ich habe hier auch meinen Schlafplatz aufgebaut. Gut, ne? Yeah. Jetzt wird ein bisschen Bartöl Bart pflegen. Ganz wichtig, damit der nicht stinkt. Darauf erstmal einen Teller fressen. Ja, scheiße, jetzt ist so ein Schokoladending. Jetzt ist das Schokoladending ist hier runtergefallen. Nicht, dass das schmürzt oder so. Der muss erstmal in die Fresse rein.